Niederösterreich hat es vorgemacht, Natur im Garten funktioniert. Wir wollen das auch in Salzburg durchführen und laden alle herzlich ein, dabei zu sein. Wir wollen private Hausgartenbesitzerinnen ansprechen, wir möchten Betriebe ansprechen, Bäuerinnen und Bauern, genauso aber auch Schulen, Gemeinden. Jeder soll sich beteiligen, jeder soll, soweit es ihm irgendwie möglich ist, auch Lebensräume schaffen und dann auch die Natur bei sich genießen können. Ich glaube, die Menschen lieben die Natur. Sie wissen, dass sie persönlich mit Natur im Garten einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten können, dass sie zu Hause ein natürliches Mikroklima gestalten können. Und daher ist es etwas, was ein wirkliches Herzensanliegen ist. Und die Frau Landesrätin wird das natürlich sehen und weiß es auch, dass den Menschen der eigene Garten ein ganz besonders wichtiges Anliegen ist. Die Leidenschaft des Gartens verbindet offenbar auch Maria Hutter und Martin Eichtinger. Ich schätze meine Kräuterpyramide, ich mag gern das Gemüse im Garten. Ich liebe es, wenn Obst und Beeren reif sind, aber ich pflege auch mit Hingabe meine Rosen und meine Balkonblumen, das liegt mir eigentlich alles. Ich habe auch ein eigenes Nützlingshotel, ich habe viele Wildbienen auf meiner Terrasse und ich bin dort immer sehr, sehr gerne, weil auf meiner Terrasse tut sich immer etwas. Es ist einfach wichtig, dass jeder seinen Beitrag leistet, jeder Quadratmeter zählt. Noch die kleinste Terrasse, der kleinste Balkon, ein Fensterbrett, jeder kann seinen Beitrag leisten und es ist nicht nur ein Beitrag für andere, man tut sich auch selber was Gutes. Garteln ist einfach schön.